Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Heute mit der Living Puppets Maya. Die Maya ist eine 65 cm große Handpuppe, ergo in die Kategorie der 65er Handpuppen einzuordnen, die es ja beispielsweise bei der Firma Living Puppets gibt. Schau einfach mal auf der Website von denen, da gibt es auch noch ein paar andere sehr schöne Handpuppen aus der 65er Serie. Ja, Maya ist, ich finde, eine ganz besondere Handpuppe, mal wieder. Sie hat einen wunderbar geringelten Pullover, der in so einer Strickoptik ist. Also es sieht aus wirklich wie ein gestrickter Pullover, es fühlt sich auch so an. Das letzte Mal, als ich das gesehen hatte, da hatte ich dann eine Art Sockenhandpuppe von der Firma, ich meine, The Puppet Company war es, unter die Lupe genommen. Ich verlinke einmal das Video dazu, es ist auch sehr schön, aber wie gesagt, hier ist es halt das erste Mal, dass ich das bei einer Living Puppet sehe und ich finde das echt klasse, auch in Verbindung mit der Latzhose, die sehr schön ist. Die ist übrigens auch ausziehbar, die Latzhose. Dieses geringelte Oberteil allerdings nicht, das ist wirklich fest an der Hand hier vernäht, beziehungsweise die Hand ist hier an dem Pulli vernäht. So muss man sagen. Ja, ansonsten, die Maya hat wunderbar gelbe Schuhe und was es sonst noch für liebe, nette Details gibt, außer hier diesen Haargummis auf beiden Seiten bei den zwei Zöpfen, das möchte ich jetzt mit dir einmal etwas genauer betrachten. Ich wünsche dir viel Spaß. Kommen wir als erstes mal zu dem Gesicht. Bei dem Gesicht sehen wir, dass die Maya zwei braune Augen hat. Sie hat zwei rosige Wangen jeweils mit hier ein paar Sommersprossen. Dann hat sie zwei Zöpfe mit Zopfgummis, die man auch rausnehmen kann. Wenn wir weiter uns den Mund anschauen, dann sehen wir, dass wir hier eine Zunge drin haben. Die ist auch bespielbar. Da komme ich dann mit meinem Finger dann auch rein und kann die Zunge halt auch dementsprechend bewegen. Finde ich persönlich für mich ein bisschen eng. Das wird sich sicherlich weiten mit der Zeit. Klappmaul ist natürlich auch bespielbar. Bei den 65er für mich überhaupt kein Problem. Und ich habe immer noch gut Halter drin. Wenn wir mal zum Torso kommen, dann sehen wir, dass die Maya eine Latzhose anhat. Die Latzhose, die neigt nicht dazu herunterzurutschen, so wie das beispielsweise bei dem Rosenzwerg der Fall ist. Die sitzt eigentlich relativ gut fest, dadurch, dass halt dieser, ich glaube Latz nennt man es, dass der halt relativ weit oben ist. Und dadurch rutscht die halt nicht runter. Beziehungsweise rutschen die Riemen hier halt nicht runter. Und wir haben hier noch eine kleine Tasche. Des Weiteren hat die Maya hier noch eine Art gestrickten Pullover, der mir persönlich sehr gut gefällt. Ich sehe jetzt gerade hier ein kleines Manko. Hier sehe ich schon, dass es sich so ein bisschen auseinander geht. Ich mache gleich nochmal ein Detailfoto für dich, was ich einblende. Ansonsten, wie gesagt, ich finde das total gut. Was auch noch hier wichtig ist zu erwähnen, dieser Strickpulli ist im Prinzip mit der Hand verbunden, beziehungsweise die Hand ist an diesen Strickpulli dran genäht. Das heißt, wir können den Pulli selber nicht ausziehen, die Latzhose allerdings ist ausziehbar. Dann haben wir bei der Maya zwei Schuhe, die sind auch nicht ausziehbar. Die Füße insgesamt wirken etwas klobig, man müsste das mal im Gesamtdetail betrachten. Aber trotzdem, es fällt nicht so schwer ins Gewicht, aber ich wollte es halt nochmal erwähnen, weil es dann doch schon relativ große Füße sind. Aber das ist bei allen Living Puppets so. Von daher nicht so schlimm. Ja, ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen kleiner sind. So, den Eingang zum Klappmaul habe ich noch gar nicht erwähnt. Der befindet sich nämlich hier auf der Rückseite. Wieder, so wie bei allen Handpuppen von der Firma Living Puppets, an dem Übergang zwischen dem Torso und dem Kopf.
Da gelange ich dann in das Klappmaul hinein und auch in die Zunge. Ja, ansonsten haben wir hier noch an dem Schuh ein kleines Etikett und hier ist auch nochmal die Artikelnummer markiert bzw. vermerkt W066 Maya. Finde ich immer ganz schön, wenn es ein Etikett dran gibt, dass man weiß, was man dort für eine Handpuppe mal vielleicht vor ein paar Jahren gekauft hat. Und eventuell kann es ja auch sein, dass Handpuppen aus dem Programm genommen werden und die dann auch einen gewissen Wert dann irgendwann erreichen. Abschließend muss ich sagen, mir gefällt die Maya sehr gut. Die Maya ist wirklich wieder einmal eine ganz tolle Handpuppe von der Firma Living Puppets. Kostenpunkt liegt bei 90 Euro derzeit. Ich finde, es ist ein sehr guter Preis für eine wirklich so tolle Handpuppe und wie ich halt eingehend auch schon sagte, allein schon dieses Oberteil in dieser Strickoptik ist einfach echt. Ich finde es klasse. Also ich hätte es vielleicht noch toller gefunden, wenn das Ganze herausziehbar gewesen wäre, dass halt sie im Sommer halt nicht so schwitzt. Nichtsdestotrotz kann man es aber auch trotzdem so lassen. Ja, Kostenpunkt hatte ich ja schon gesagt, 90 Euro. Wie gesagt, gut investiertes Geld. Wenn dir diese Handpuppe gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir auch einen Daumen da lässt oder einen netten Kommentar. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal sage ich tschüss, alles Gute, dein Hannes.